Im brandenburgischen Brieskow lebt die junge Normalverdienerfamilie Wiedberger ihren Traum vom eigenen Haus. Aber wie traumhaft ist dessen Umsetzung wirklich? Ich bin Lukas, 29 Jahre alt und bin Berufsfeuerwehrmann. Ich heiße Josi, bin 23 Jahre alt und bin in der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Ich heiße Oskar und bin 6 Jahre alt und gehe in die Kita. Das ist Selina, sie ist 2 Jahre alt und geht ebenfalls in die Kita. Immer weniger Normalverdiener können sich heute ein eigenes Haus leisten. Ein Single zählt als Normalverdiener, wenn er monatlich zwischen 1.620 und 3.040 Euro netto verdient. Eine vierköpfige Familie zählt zur Mittelschicht, wenn sie monatlich zwischen 3.400 und 7.500 Euro netto zur Verfügung hat. 63,5% aller Deutschen zählen zur finanziellen Mittelschicht. Das entspricht 53 Millionen Menschen. Diese Gruppe weist die größten Unterschiede auf. Manche kratzen an der Geringverdienerschwelle. Die anderen sind fast reich, also Besserverdiener. Hallo, herzlich willkommen bei uns zu Hause. Kommt gerne rein. Das traute Heim hat 7 Zimmer auf 185 Quadratmetern. Und wurde erst vor 3 Monaten bezogen. Und dann sind wir jetzt in unserem Wohnbereich. Uns war es wichtig, dass wir hier Wohn- und Essbereich offen groß gestalten, dass wir einfach, auch wenn wir Gäste haben, dass es nicht abgeschottet voneinander ist, dass wir auch als Familie uns gemütlich hier hinfläzen können, uns Filme angucken können, Spiele spielen können. Ja, na? Genau. Deine Hand soll ich malen? Ja. Na, dann male ich deine Hand. Also für mich war es schon immer ein kleiner Traum, irgendwann mal ein Eigenheim zu haben. Ich bin selber auch im Haus groß geworden als Kind. Und für mich war immer klar, dass ich auch selber Haus und Hof haben möchte. Und das wünsche ich mir für meine Kinder natürlich auch. Die Couch haben wir aus der alten Wohnung, die haben wir vor 3 Jahren angeschafft in der Wohnung. Und haben dafür um die 1.000 Euro bezahlt. 1.000 Euro? Ja. Und dann sind wir jetzt hier in unserem großen Essbereich. Das war uns unheimlich wichtig, weil in der alten Wohnung, in der Küche, hatten wir, lass mich lügen, vielleicht so einen großen Esstisch. Ja. Und wenn wir alle zu viert drin waren und an den Kühlschrank ran wollte, musste man den Tisch immer wegschieben. Auf jeden Fall ist die Küche auch viel größer als in der alten Wohnung. Hier wurde gleich für Jahrzehnte investiert. Ja, hier haben wir endlich alle Platz als Familie. Also die Kinder haben auch unglaublich viel Spaß dabei, mir beim Kochen zu helfen. Sieht nicht nach Sparausstattung aus. Insgesamt hat die Küche uns dann im Neuzustand, wie sie jetzt hier ist, 12.000 Euro gekostet. Wir teilen jetzt die Küche mit 193,99 Euro ab jeden Monat und auf 6 Jahre ist die Laufzeit. Der Kühlschrank war nicht integriert in die Küche, den mussten wir extra dazu kaufen. Der kam im Angebot 444 Euro, haben wir auch im Angebot genutzt. Kommt ihr mit, dann zeigen wir mal eure Kinderzimmer. In der alten Wohnung mussten sich die beiden Kleinen ein Zimmer teilen. So lässt es sich schon eher aushalten. Auch in Zukunft. Ja, jetzt haben wir hier Oskars Reich, was? Oskars Schreibtisch für die Schule. Im Sommer wird er eingeschult. Wir haben einfach aus kostentechnischen Gründen so viel, wie es geht, mit übernommen oder Gebrauch gekauft, weil wir das nicht einsehen für die gleichen Sachen, nur weil sie neu sind, einfach fast das Doppelte an Geld zu bezahlen, nur weil sie sonst ein paar Mängel hätten. Für die Mondlampe haben wir 90 Euro bezahlt dann, die Oskar unbedingt haben wollte, was dann natürlich das Astronautenzimmer noch so ein bisschen abrundet. Das Berufsziel immer vor Augen. Du magst dein Zimmer, stimmt? Das ist ein Kleber. Super, freut so mich. Passt. Also ich habe Oskar mit in unsere Beziehung gebracht. Ich bin ja damals mit 16 Jahren schwanger geworden mit Oskar, habe ihn mit 17 bekommen. Oskar war ungefähr 1,5 Jahre alt, als ich Lukas kennengelernt habe. Ja, es war für mich damals kein Problem, Oskar anzunehmen als Kind oder als Sohn von Josi. Aber stand für mich nie zur Debatte, die Liebe oder die Beziehung wegen einem Kind nicht eingehen zu wollen. Für Oskar ist Lukas trotzdem sein Papa. Die inzwischen 2-jährige Elina haben sie gemeinsam bekommen. Jetzt sind wir hier in Elinas Reich. Endlich hat die Prinzessin auch ihr eigenes Zimmer. Danke sehr. Und ich glaube, Elinas Lieblingsspielzeug in ihrem Zimmer ist ihre Küche, ne? Die hat der Weihnachtsmann gebracht. Hat der hier auch so schön aufgeräumt? Da hat Elina ihr Teppich hier. Das Zelt hat Elina ihr Opa geschenkt. Ja, genau. Wir haben gesagt, Eva, nachher 5-mal die gleichen Sachen nachher bekommen, haben wir lieber
unsere Wünsche verteilt, dass wir auch was Sinnvolles haben und auch das, was den Kindern auch gefällt oder uns zum Beispiel. Der Hausbau war ja schon teuer genug, deswegen sind wir gerade bei den Kinderzimmern oder speziell bei Linas Zimmer dankbar dafür, dass unsere Familie uns ja schon ein bisschen unterstützt hat mit den Möbeln. Jetzt kommen wir Mamas und Papas Schlafzimmer. Das stammt noch aus der alten Wohnung. Ja, jetzt haben wir endlich wieder hier ein Reich für uns ohne Kinder. Nur unser Rückzugsort. Ja, ist schon schön, wenn man einfach auch wieder einen Platz hat für sich, wo einen auch nicht andauernd irgendwie die Kinder ihr Spielzeug reinschleppen oder so. Damit man auch gut zum Haus hin und wieder wegkommt, stand eine weitere Anschaffung an. Ja, hier haben wir unser großes Familienauto, was wir uns jetzt zugelegt hatten. Vor 2,5 Wochen. Vor 2,5 Wochen. 2007 Baujahr, also doch schon 16 Jahre alt. Wir wollten trotzdem Platz haben für die Kinder als Familienauto. Ein großes Auto, was auch mal Anhänger ziehen kann, jetzt gerade in der Bauphase, um Material zu holen aus dem Baumarkt oder auch mal einen Wohnanhänger zu ziehen, wenn man Camping macht mit den Kindern. Ich muss viermal die Woche nach Berlin pendeln, 1,5 Stunden eine Strecke. Somit geht viel Zeit für die Familie verloren. Wir haben jetzt hier bei uns auf dem Dorf gebaut, also 100 Kilometer weg von Berlin, weil einfach unsere Familie und unser Freundeskreis hier ist. Und es wäre auch finanziell für uns gar nicht möglich gewesen, im Speckgürtel von Berlin zu bauen, aufgrund der hohen Grundstückspreise. Und hier haben wir noch den Josi-Auto, ein Golf 4, Baujahr 2008. Also ich mache eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Wenn ich anfange zu arbeiten, fällt natürlich mein BAföG weg und auch mein eigenes Kindergeld. Aber das gleicht ja dann mein Gehalt, was ich bekomme, wieder aus. Ihr seht, es ist noch viel, viel zu tun hier. Es ist erstmal wirklich bloß hier Sand und Brach. Die Zukunft auf Sand gebaut? Da müssen wir halt noch einiges machen jetzt, ne? Also wirklich den ganzen Gartenlandschaftsbau muss alles noch erstmal finanziert werden. Und vor allem die Zeit muss da sein und vor allem auch die Lust, noch so viel hier zu erledigen und zu machen. Da dürften noch gut 20.000 Euro auf die Familie zukommen. Der komplette Hausbau hat uns mit Grundstück inklusive 290.000 Euro gekostet. Wir haben das Haus finanziert, normale 100% Finanzierung. Eigenkapital waren damals nur die Nebenkosten und der Rest ist über 30 Jahre finanziert. Eine lange Zeit, aber die beiden wollen das unbedingt gemeinsam angehen. Und daher wollen Josie und Lukas auch diesen Sommer heiraten. Unsere Traumhochzeit stellen wir uns jetzt nicht extrem pompös vor mit Schloss und Kutsche und komplett schickimicki, weil so sind wir einfach gar nicht. Wir haben für die Hochzeit jetzt ungefähr 8.000 Euro eingeplant und da haben wir auch beide schon kurz nach dem Antrag angefangen, eigentlich dafür zu sparen. Die jungen Normalverdiener haben ganz schön was vor. Was haben sie monatlich finanziell zur Verfügung? Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen geben auch sie Einblick in ihre Finanzen. So, gucken wir mal die Einnahmen an für diesen Monat. Jetzt sind schon draufgekommen mein Gehalt von 2.991,10 Euro. Mein BAföG mit 1.611 Euro. Und das Kindergeld für Oskar und Elina von 500 Euro. Macht eine Gesamteinnahme von 5.102,10 Euro diesen Monat. Dann gucken wir nochmal, was diesen Monat schon abgegangen ist. Auf jeden Fall unsere Hausfinanzierung mit 735,36 Euro. Die Küche, die wir gekauft haben, mit der Finanzierung von 193,99 Euro, meine private Krankenkasse mit 281,90 Euro und meine private Rentenvorsorge noch zusätzlich mit 50 Euro im Monat. Meine Pflegeversicherung noch von 34,04 Euro. Deine Berufsunfähigkeitsversicherung mit 53,82 Euro. Meine Zusatzversicherung von 14,32 Euro. Für die Zähne die Zusatzversicherung, genau. Meine Kfz-Versicherung halbjährlich von 313,53 Euro. Dann war ich tanken für 65,62 Euro. Denn unser gemeinsames Hobby, das Fitnessstudio, 57 Euro im Monat. Dann habe ich Saisonkleidung für die Kinder gekauft. Also die brauchten neue Hosen, Pullover und T-Shirts für 83,76 Euro. Dann wurde ja unsere Kochbox abgebucht für 45,98 Euro. Die kommt ja auch wöchentlich. Und dann unsere Streamingdienste noch für den Fernseher, also für TV, von 7,99 Euro im Monat. Und einkaufen waren wir auch schon. Da haben wir ja nur wieder gut eingekauft. Viel Essen für den Monatsanfang, den Kühlschrank wieder ein bisschen vollgepackt für 120,35 Euro. Ja, und zuletzt waren wir noch Mittagessen beim Fleischer für 15,30 Euro. Heißt, uns bleiben jetzt für den Rest des Monats noch 2.900,85 Euro. Du weißt ja, unsere Trauringe kosten 1.000 Euro. 600 Euro haben wir ja schon angespart.
gucken wir mal den Rest des Monats noch, was noch überbleibt. 400 Euro waren unser Ziel für diesen Monat, das wir uns gesetzt haben. Aber ich muss ja noch ein bisschen tanken noch. Die Kochboxen kommen noch mal dreimal diesen Monat. Und dann sehen wir mal, was noch am Ende von dem Rest noch da ist. Ja. Genau. Da Josie in der Ausbildung ist, erhält auch sie noch Kindergeld. Das kommt allerdings erst zur Monatsmitte. Werden sie so ihr Monatsziel erreichen, also 400 Euro für die Hochzeit zu sparen? In Brisco erfüllen sich Josie und Lukas ihren Traum vom Eigenheim. Vor allem im Außenbereich muss noch einiges getan werden. Feuerwehrmann Lukas packt selbst mit an, um Kosten zu sparen. Im Sommer wollen die beiden Normalverdiener schließlich heiraten. Also die Borde und der Beton sollten 150 Euro nicht übersteigen. Die Rasenkantenscheide habe ich ja schon gekauft. Die haben um die 46,80 Euro gekostet. Also darf der Beton jetzt nicht über 100 Euro kosten. Hallo, ich grüße. Hallo. Was können wir für ein Problem lösen? Ich brauche 20 Säcke Betonestrich. Auf Lieferschein oder Barverkauf? Nee, bezahle ich bar und 25 Kilo Säcke. Jawohl. So, kommt noch dazu? Das ist alles. Ich bedanke mich. So, dann will der Chef ungefähr 77,06 Euro, bitteschön. Sollen Sie kriegen. Also wenn ich Materialien hole im Baumarkt, vergleiche ich schon die Preise in den umliegenden Baumärkten, wo es am günstigsten ist und vor allem, wo ich auch am schnellsten die Materialien rankriege. Während das Paar beim Gartenausbau genau weiß, was zu tun ist, bestellen sie ihr Essen lieber mit Gebrauchsanweisung. Also das ist jetzt unsere Kochbox. Die bestellen wir uns einmal in der Woche immer für zwei Personen und drei Gerichte die Woche. Und dann haben wir immer schon fertige Gerichte zu Hause, schmeißen nichts weg und haben mehr Vielfalt beim Kochen. Eine Box kostet um die 45 Euro. Also in der Regel koche ich bei uns zu Hause, aber auch einfach, weil Lukas ist nicht so dein Ding, ne? Ich bin der Handwerker, der hier außenrum ums Haus und im Haus auch wirklich die Arbeiten übernimmt. Unterstützung bekommt Lukas aus dem Freundeskreis. Beim Bauaufsetzen hilft mir der Rico, der ist ein guter Kumpel. Er hat mir auch beim Hausbau schon sehr viel geholfen und mich unterstützt. Und hat auch mal mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ist ja super. Ja. Ah, du, besorg mal eben mal Strom. Ja, mach ich. Weil Lukas kriegt das echt alles super unter den Hut. Da staunt man echt. Er geht arbeiten, Familie, nebenbei Haus noch bauen. Also Bombe. Naja, wir spannen eben mal von hinten nach vorne durch und dann, dass wir eh eine Höhe haben. Aber wir machen von außen. Das macht sie besser, wenn man die Außenkante. Die Unterstützung beim Hausbau war sehr wichtig, weil alleine mit zwei Händen baut man ja nicht so ein Haus hin. Und Josie musste sich auch um die Kinder kümmern. Somit war mir wirklich abhängig von Freunden und Familie, um dieses Projekt zu beenden. Durch die Eigenleistung haben wir ungefähr 100.000 Euro einsparen können. Lukas ist nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch ausgebildeter Industriemechaniker. Die Vorstellungen der Familie setzt er im und am Haus Schritt für Schritt um. Das Ziel immer vor Augen. Mit der klassischen Rollenverteilung sind alle zufrieden. Das ist deine Gabel. Schieb mal deine Ärmel noch hoch, Pippi. Ja. Also wir geben monatlich ungefähr 500 Euro aus für unsere Lebensmittel. Und uns ist da schon eigentlich relativ wichtig, dass wir auch gesunde Lebensmittel kaufen können. Die Normalverdiener haben monatlich über 5.300 Euro zur Verfügung. Davon blieben am Monatsanfang noch knapp 3.000. Wie viel ist jetzt noch übrig? Also nach dem ersten Kontocheck hatten wir noch 2.955,80 Euro auf unserem Konto. Und da würde ich sagen, gucken wir mal, was sich jetzt noch getan hat. Ja. Wir haben ein Kindergeld bekommen für 250 Euro, macht einen aktuellen Kontostand von 3.205,80 Euro. Und dann hat man natürlich noch Ausgaben. Davon waren 15 Euro für Oskars Musikschule, wo einmal in der Woche ja die musikalische Frühförderung in die Kita kommt. Berliner ihre Kita-Gebühr für 230 Euro. Das Essengeld für beide Kinder in der Kita von 100 Euro. Und dann warst du noch mal einkaufen für 150 Euro. Genau, und dann war ich noch in der Apotheke, habe Medikamente für 16 Euro gekauft. Dann kam mein Handyvertrag für 20 Euro. Dann haben wir noch unsere Stromkosten, die ein bisschen höher ausfallen, von 215 Euro im Monat durch die Luftwärmepumpe, also das Heizsystem mit der Luftwärmepumpe, die ja mit Strom betrieben wird und wir nicht mit Gas heizen, ist ja natürlich der Kostenfaktor ein bisschen höher. Mhm. Und dann warst du noch tanken für 40 Euro. Genau. Dann war ich in Polen tanken mit dem Bus für 138,37 Euro. Und dann habe ich ja bei Amazon noch Überwachungskameras geholt, dass wir auch hinten im Garten einen Überblick haben, falls jemand irgendwie über den Zaun springt oder dass wir auch vorne vor dem Haus wissen, weil er sich bewegt auf unserem Grundstück. Richtig, für 122,99 Euro. Und dann kam wieder unsere Kochbox.
für 45,98 Euro. Und dann noch die Betonsäcke aus dem Baumarkt, wo ich mit Rico draußen die Borde gemacht habe, für 77,06 Euro. Richtig, heißt, wir haben jetzt aktuell Monatsmitte noch 1.965,02 Euro auf unserem Konto über. Das Normalverdienerpaar würde gerne Geld für die geplante Hochzeit sparen. Diesen Monat wollen sie mindestens 400 Euro zurücklegen. In Briesko versucht die junge Familie Wiedberger, Geld für ihre Hochzeit auf Seite zu legen. Die Normalverdiener fahren oft in das nahegelegene Polen, denn hier lockt eine Möglichkeit zum Sparen. Durch meine Arbeit in Berlin bin ich natürlich sehr viel unterwegs, auch auf der Autobahn, und pendle sehr viel. Und deswegen gehe ich auch immer jetzt gerade in der Grenzregion hier, bietet sich an, in Polen zu tanken, weil einfach der Preis dann manchmal doch schon um die 20 Cent pro Liter günstiger ist als bei uns in Deutschland. Es macht einen schon Sorgen, wenn man aufs Auto angewiesen ist. Wenn die Preise noch weiter exorbitant steigen, ist es natürlich schon sehr schwierig dann auch für die Familienkasse oder für die Haushaltskasse. Wir müssen natürlich gucken, dann irgendwo an anderen Stellen die Kosten zu sparen. Zum Glück hilft der polnische Zloty dabei, die Haushaltskasse zu schonen. Die Umrechnung in Euro geschieht automatisch. Dankeschön. Wir haben jetzt ungefähr 524 Zloty bezahlt, um die 121 Euro umgerechnet, und hätten in Deutschland dafür ungefähr 15 Euro mehr bezahlt. Also wir haben ungefähr 20 Cent pro Liter Ersparnis. Weiter geht es in einen polnischen Supermarkt. Hier muss man sich schon etwas mehr anstrengen, um die richtigen Sparangebote zu finden. Vor allem, wenn man es mit der Lebensmittelbestellung per Kochbox vergleicht. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor, auch vor der ganzen sprachlichen Barriere. Aber ich denke mal, wir werden hier bestimmt ein paar Artikel finden, die wir bis jetzt so noch nicht kennen aus Deutschland, oder? Wir schauen mal rein. Wollen wir für die Kinder Quetschis mitnehmen? Die gehen auch immer. Ja, für die Kinder nehmen wir noch Quetschi mit, genau. Wir versuchen eigentlich in der Regel einmal in der Woche einen Großeinkauf zu machen. Und dann die Lebensmittel, also gerade die frischen Sachen wie Obst und Gemüse oder Backwaren, die kaufen wir dann noch mal nach in der Woche. Ich glaube, die sind bestimmt scharf hier, die Sorte. Die habe ich letztens mal irgendwo gesehen. Ich stehe bei beiden Hot Chicken drauf. Ja, aber meinst du, die sind beide gleich scharf, oder? Keine Ahnung, Josie. Ist jetzt irgendwo. Nee, kann man nicht. Nee. Mag es lieber nicht. Doch. Dann isst du sie mir nicht weg. Du magst kein Schaf. Also in der Regel kaufen wir meistens das ein, was wirklich dringend auf unserem Einkaufsplan draufsteht, was im Kühlschrank fehlt. Manchmal natürlich auch noch Sachen im Einkaufswagen, wo man jetzt sagt, die bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Aber in der Regel kommen wir tatsächlich, auch wenn wir nicht genau auf den Preis immer achten, meistens auf so unsere 100, 110 Euro beim Einkauf. Nicht alles ist in Polen billiger. Süßigkeiten und Drogerieartikel sind sogar teurer als in Deutschland. Aber je nach Produkt kann das Einsparpotenzial bis zu 60% betragen. So. Also der Einkauf hat uns jetzt ungefähr 176 Zloty gekostet. Das wären in Euro ca. 40 Euro. Also es hat sich gelohnt, jetzt hier einzukaufen, aber auch nur, weil wir es jetzt mit dem Tanken verbunden haben. Ansonsten, denke ich, wäre ich jetzt nicht extra separat hierher gefahren. In Briesko sollen für die Normalverdiener Josie und Lukas bald die Hochzeitsglocken läuten. Geplante Kosten der Trauung? 8.000 Euro, die bei einem gemeinsamen Monatseinkommen von 5.300 Euro erst einmal angespart werden müssen. Also im Sommer wollen wir heiraten und dafür brauchen wir noch unsere Eheringe. Und danach wollen wir heute schauen. Für unsere Eheringe haben wir uns ein Budget von ungefähr 1.000 Euro gesetzt. Dann fangen wir mal ganz vorne an mit den unterschiedlichen Formen der Ringe. Und zwar haben wir hier ein abgerundetes Modell in unterschiedlichen Breiten. Also ich find die Form hier tatsächlich ganz schön. Mit dem abgerundeten, das, ja, genau. Ist das gleiche, oder? So ähnlich. So ähnlich. Der ist innen drin gerade. Ach so, hier. Okay. Dankeschön. Gefällt Ihnen dieser Querschnitt oder? Also ich muss sagen, ich bin eher so eigentlich ein Kant. Ich fühle mich als kantiger. Du kannst sagen, du bist nicht so rund, das ist dir zu elegant. Ich bin nicht so rund. Ich bin sehr dünn und kantig. Die Hochzeit bedeutet mir, also emotional hat das für mich schon einen sehr großen Wert, da ich ja selber auch, oder Lukas ja auch als Trennungskind aufgewachsen sind. Es ist doch für uns schon schön, den Kindern vorzuleben, dass wir dann quasi eine offizielle Familie sind, dadurch, dass die Kinder und ich ja dann auch Lukas seinen Namen annehmen. Dann kommen auch wahrscheinlich die Steine mehr zur Geltung, wenn es nicht alles so, wenn nicht alles so glänzt. Ist, ne? Einer für dich, einer für Lina und einer für Oskar. Oh, ist ja niedlich. Die passenden Ringe sind gefunden. Doch was soll der Fingerschmuck kosten?
Dann sind wir beim Herrenring bei 978 Euro. Okay. Als Alternative wäre die Möglichkeit, den Ring in Platin machen zu lassen. Dann sind wir aber beim Herrenring nur noch bei 534 Euro. Das hört sich ja schon annehmbarer an für unser Budget, sage ich mal. Ja. Okay. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Budget, wo verläuft sich das gerade? Ohne Erfahrung zu haben von Schmuck haben wir uns ungefähr so um die 1000 Euro gesetzt als Budget. Okay. Wie natürlich nach Realität aussieht, werden wir heute erfahren. Alles klar. Da wir keine Ahnung von Schmuck haben und auch nicht wissen, wie sowas hergestellt wird oder wie teuer die Materialien sind, ist es für uns als Familie denn doch schon viel Geld. Beim Damenring in Weißgold fangen wir an bei 799 Euro. Dann würden wir mit dem Herrenring ja dann auch schon wieder drüber liegen vom Preis her. Deswegen schauen wir mal, ob es den auch in Platin für Sie geben würde. Dann hätten wir jetzt hier in der Mitte den Ring, ne, der Ihnen gefallen hat. Und dann wären wir jetzt bei 612 Euro. Ja, super, sind wir fast im Rahmen. Ja, würde ich auch denken. Sparen wir diesen Monat 50 Euro mehr und dann haben wir die Ringe drin. Also dafür, dass wir unwissentlich mit einer Preisvorstellung, also was wirklich Schmuck kostet, hier reingegangen sind in die ganze Situation, kann man sagen, haben wir uns ja doch ganz gut eingruppiert vom Budget her. Prinzipiell ist man sich einig, aber das Paar will die Ringe erst in Auftrag geben, wenn das Konto am Monatsende noch genug Spielraum hergibt. Die jungen Normalverdiener haben jeden Monat über 5.300 Euro zur Verfügung. Vieles davon fließt in das neu gebaute Haus. Wie haben sie sich diesen Monat finanziell geschlagen? Wir schauen aufs Konto. Bei unserem letzten Kontocheck hatten wir 1.965 Euro und 2 Cent auf unserem Konto. Dann lass uns gucken, was jetzt noch abgegangen ist. Ja, bei der Luftkühler vom T5, der ist kaputt gegangen. Wir hatten natürlich jetzt einen Leistungsverlust, haben wir dann gemerkt, dass der kaputt ist. Also musste man in eine Werkstatt bringen, das Fahrzeug, also 403,11 Euro hat uns der gekostet. Genau, unsere Kochbox wieder mal für 45,98. Habe ich mir Laufschuhe bestellt, dass ich mal wieder joggen gehen kann und mich ein bisschen fit halten kann für meinen Job bei der Feuerwehr, von 62,95 Euro. Ja, dann brauchte mein Auto noch mal dringend neuen TÜV. Das hat uns 257,04 Euro gekostet. Dann war ich wieder tanken mit dem Bus in Polen für 128,37 Euro. Ich habe online unsere Hochzeitseinladung konfiguriert und bestellt, weil ich das einfach da schöner fand, auch von der ganzen Aufmachung vom Papier her. Dafür haben wir 144 Euro bezahlt. Außerdem waren wir im Supermarkt noch einkaufen, ein paar Kleinigkeiten für 40,83 Euro. Dann war ich noch mal tanken mit dem T5, da ich ja nur viel fahre, nach Berlin immer hin und zurück, für 121,89 Euro. Richtig, und dann waren wir noch mal einen Wocheneinkauf machen im Supermarkt für 117,12 Euro. Und dann den Familienausflug noch, um noch mal den Kindern jetzt in den Ferien was zu bieten, für 88,50 Euro. Heißt, wir haben jetzt am Monatsende noch einen Kontostand von 517,23 Euro. Also unser Monatsziel war es ja, die 400 Euro für unsere Eheringe zu sparen. Und da wir noch 517,23 Euro jetzt über haben am Monatsende, haben wir unser Sparziel erreicht. Und haben noch was über für den Garten oder für die Hochzeit nochmal. Und das können wir uns noch beiseite legen. Sehr schön. Happy End in allen Ecken. Haus gebaut, gemeinsames Glück gefunden und Monatsziel erreicht. Irgendwie fehlt dieser kleinen Familie nichts, oder? Also wir besitzen alles, was wir haben wollen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben eine Familie, wir sind gesund. Was uns aber noch wichtig ist, dass wir unseren Kindern auch noch was von der Welt zeigen wollen. Also wir wollen selber auch noch viel bereisen. Und das sind noch unsere Pläne für die Zukunft.